Liebe Viertklässler, ihr seht ein Video zum Thema Deutschland. Ihr erinnert euch? Nie ohne Seife waschen. Die vier Himmelsrichtungen? Norden, Süden, Osten und Westen. Ihr seht die Karte Deutschlands hier auf dem Puzzle. Ringsherum in Rot die Grenzen zu den anderen Ländern. In Hellblau das Meer. Die Inseln gehören zu Deutschland. Deswegen sind dort keine Grenzlinien zu sehen. Wir beginnen ganz im Norden. Dort grenzt Deutschland an Dänemark. Im Osten an Polen, die Tschechische Republik, südöstlich an Österreich, ganz im Süden an die Schweiz, südwestlich an Frankreich, im Westen liegen Luxemburg, Belgien, die Niederlande, also Holland. Ihr erinnert euch? Deutschland hat 16 Bundesländer. Außen herum seht ihr die Wappen. Ich zähle durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Das Bundesland, in dem wir wohnen, seht ihr ganz in Orange. Ihr wisst, es ist Hessen. Alle Landeshauptstädte auf unserer Karte sind unterstrichen. Unsere Landeshauptstadt ist Wiesbaden. Ungefähr zwischen Darmstadt und Frankfurt. Im Kreis Offenbach. Beim weißen Punkt ist unser Standort Dreieich. Die farbigen Felder der Karte sind Bundesländer. Ich lese sie euch vor. Bayern, Baden-Württemberg, Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg. Das waren 13. Berlin ist nicht nur Deutschlands Hauptstadt, sondern auch Bundesland mit Landeshauptstadt Berlin. Ebenso Hamburg ist Stadt und Bundesland. Genauso wie Bremen, Bundesland und Landeshauptstadt. Diese drei nennt man auch Stadtstaaten.